Ende. Hallo. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unser Gespräch. Ja, gern. Mit Blick auf die Diagnose, die Sie vor 6 Jahren bekommen haben, wäre unser Treffen heute wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Sie haben nekrotisierende Myositis, das ist eine Autoimmunerkrankung, die hauptsächlich das Bindegewebe und die Muskulatur betrifft. Zu dieser Diagnose ist es jedoch nur über Umwege gekommen. Wie wurde bei Ihnen entdeckt, dass da etwas nicht stimmt? Ich hatte vor etwa 6 Jahren einen Vorsorgetermin bei meinem Hausarzt. Und während der Untersuchung der Lunge stellte er ein Rasseln fest. Mein Hausarzt empfahl mir, mich dann in dem Universitätsklinikum Lübeck in die Pneumologie zu begeben. Und gab es eine Diagnose? Es konnten keine Behandlungsvorschläge gemacht werden. Konnte denn eine Prognose abgegeben werden? Wie ging es denn weiter? Meine Lebensqualität würde sich sehr verschlechtern, wurde gesagt. Und meine Lungenfunktion zunehmend eingeschränkt. Und das war für mich eine ziemlich verzweifelte Situation. Das war vor 6 Jahren und heute sitzen wir hier. Es geht Ihnen gut. Was ist passiert? Glücklicherweise hatte ich einen Kontakt zu Euroimmun. Und es gab den Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung. Und es wurde mein Blut noch einmal bei Euroimmun untersucht. Und es wurden Antikörper festgestellt. Ich bekam eine Überweisung an die Rheumatologie der Uniklinik Lübeck zu Frau Professorin Riemekasten. Und sie stellte dann die Diagnose Myositis mit Lungensklerose. Frau Professor Dr. Riemekasten, Sie sind Spezialistin für Erkrankungen des rheumatologischen Formenkreises und leiten hier die Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie am UKSH. Herr Mendel ist bei Ihnen in Behandlung. Warum und wann kam er zu Ihnen? Das ist schon einige Jahre her, so 2017, 2016. Und er wurde überwiesen oder er kam vorstellig zu mir, weil er eine interstitielle Lungenerkrankung oder eben vielleicht gemeinhin Lungenfibrose zeigte. Wenn jemand über 60 mit einer interstitiellen Lungenerkrankung ist, dann ist häufig die idiopathische Lungenfibrose ein schweres Krankheitsbild. Und normalerweise ist diese Erkrankung nicht gut behandelbar und führt sehr schnell zur Progression und eben ist auch mitunter tödlich. Und bei dieser interstitiellen Lungenerkrankung kann man eben bisher nicht so sehr viel tun. Anders ist es aber, wenn man eben eine Autoimmunerkrankung finden kann, die dem zugrunde liegt. Und hier konnte eben gezeigt werden anhand von Laboruntersuchungen, dass bei Herrn Mende bestimmte Autoantikörper vorliegen, die eben auf eine Muskelerkrankung weisen und eben auf eine interstitielle Lungenerkrankung in diesem Gebiet. Und wie ging es mit dieser Diagnose dann für Herrn Mende weiter? Letztlich haben wir dann eine Therapie durchgeführt, die das Immunsystem dämpft. Und das ist auch so gleichsam eine Chance bei den Patienten. Die eben eine Autoimmunerkrankung zugrunde haben, die kann man dann eben doch auch besser behandeln als die sogenannte idiopathische Lungenfibrose. Das klingt so, als wäre es sehr wichtig, dass man frühzeitig eine Diagnose hat und dann entsprechend früh auch eine Therapie einleiten kann. Definitiv. Was würden Sie auf der Basis denn empfehlen, damit in Zukunft Diagnosestellungen effizienter vonstatten gehen können? Also wichtig ist, glaube ich, dass so Patienten vorgestellt werden in so einem Lungenboard oder in einem Fibroseboard. So. Das ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von den verschiedenen Ärzten, die sich mit diesen Erkrankungen auskennen. Das ist schon mal das eine. Es ist sehr wichtig, dass der Pneumologe nicht nur an die idiopathische Lungenfibrose denkt, sondern eben einfach auch daran, dass Autoimmunerkrankungen dahinter stecken könnten. Und das heißt aber eben nicht zuletzt, dass man eine ganze Latte an Autoantikörperdiagnostik auch einfach machen muss. Weil wir haben eine seltene Erkrankung, wir haben eine schwere Erkrankung und wenn wir es nicht machen, wird eben dem Patienten doch noch eine gute Therapie vorenthalten. Abschließend kann man also sagen, dass es eine Erfolgsstory ist. Definitiv sind ja die Erfolgsgeschichten, die uns auch alle motivieren.